Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und ich bin schon total aufgeregt, denn morgen startet meine allererste Blogtour. Nicht hier auf dem YouTube-Kanal, sondern auf meinem Schreibblog und dort geht es dann um dieses wunderschöne Buch. Lulea und ihre Vertrauten. Das auf dem Bild ist übrigens Lulea, eine kleine wilde Hexe. Sie wird 13 Jahre alt und das ist Flitze, eine kleine Fee. Und im Hintergrund, was mich ganz besonders begeistert, ist ein wunderschöner Baum, wo Lulea drin wohnt. Und ich habe mir ja als Kind immer vorgestellt, in einem Baumhaus zu wohnen. Ich weiß auch nicht warum, ich fand die Idee einfach total schön und habe mich so gefreut und bin sowieso gerne auf Bäume geklettert. Ja, und ich hätte auch gerne so ein Haus gehabt. Das Besondere an Lulea, sie ist natürlich kein normales Mädchen, sie ist eine kleine Hexe. Ja, zu diesem Buch startet morgen die Blogtour, die genau 5 Tage laufen wird. Bei mir startet sie auf meinem Blog mit einer Rezension und geht dann weiter, unter anderem am 2. Tag, mit einem Interview mit der Autorin. Da freue ich mich persönlich auch ganz besonders drauf, weil ich habe das Interview nämlich noch nicht gelesen und weiß noch nicht, was dabei rausgekommen ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der Blogtour dabei seid. Ich verlinke euch das unten und zwar nicht nur meinen Blog, sondern alle anderen Blogs, die da mitmachen. Insgesamt sind es 5 Tage, also sind es auch 5 Blogs. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei sein würdet. Am Ende der Blogtour gibt es selbstverständlich auch noch etwas zu gewinnen. Was werde ich euch noch nicht verraten, das könnt ihr dann in der Blogtour selber sehen. So viel zur Blogtour. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Und jetzt habe ich noch ein anderes Anliegen. Und zwar endet am Sonntag meine Verlosung. Den Link verlinke ich euch auch nochmal in der Infobox. Und zwar zu diesem Buch. Das ist ein ganz tolles Buch, hat mir Spaß gemacht zu lesen. Ich werde jetzt nicht mehr viel dazu sagen, weil ich dazu schon ein Video gedreht habe mit der Verlosung und die endet eben am Sonntag. Und wer möchte, kann dann auch gerne in den Lostopf springen und dann selbstverständlich mitmachen. Und dann wird das gute Buch unter die Menschen gebracht. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich verlinke alles in der Infobox. Und freue mich, euch bei der Blogtour wiederzusehen, auch wenn ihr vielleicht, ich weiß ja nicht, wieso mein Publikum hier ist, aber vielleicht lieber YouTube-Gucker seid als Blogleser. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dann. Tschüss.